please welcome from New York City, the Fischbacher New York Electric Trio. Keyboards, das sogenannte Master Keyboard hier unten, also das ist das Hauptkeyboard. Da gibt es entweder den elektrischen Klaviersound oder Rhodes Sound, der klingt so. Den kann man auch durch Effektgeräte schicken, wie es auch für Gitarren verwendet wird, das klingt dann entweder so. Crybaby. Das ist das sogenannte Marketal, das auch Gitarristen gerne verwenden. Dann habe ich hier auf der Seite so ein Teil, da kann ich so ähnlichen Spaß mitmachen wie der Walter, habe ich ja vorhin hier schon. Yeah, you got the groove. Also da kann ich verschiedene Sachen einfach rein aufnehmen und dann da draufhauen, dann spielt er das. Irgendwie auch die Ansage vorhin. Ladies and gentlemen, please welcome from New York City. Weil das ist ja viel cooler, wenn uns einer ansagt. Vielleicht eine Besonderheit, habt ihr vielleicht vorhin gesehen, wenn ich schnell mit der Bassdrum spielen will, das kann man halt mit einem Fuß machen, also so einer Rutschbewegung, aber wenn ich halt richtig viele Schläge schnell spielen will, habe ich hier die Möglichkeit, mit meinem linken Fuß auch noch Bassdrum zu spielen. Also ich vorhin diesen Rasenmäher da gemacht. Habe ich halt mit beiden Füßen Bassdrum gespielt. Oder ich kann so, dann gibt es verschiedene Techniken. Ich kann mit einem Pledge spielen. Das benutzt man sehr häufig in der Rockmusik. Da klingt der Sound wesentlich anders als mit den Fingern. Ich kann den Bass auch zum Beispiel slappen.
wie ich das gemacht habe in der zweiten Nummer. Das hört sich mal so an. Und dachten wir, nehmen wir mal einen populären Song von Katy Perry, wenn das auch eine nette Melodie hat. Eigentlich ist der Song nur zwei Takte lang, wenn man genau hinhört, spielt man die zwei Takte lang. Das ist der ganze Song eigentlich schon. Die Melodie geht dann. We'll be right back.